Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe heute ein neues Video für euch und zwar machen wir heute zusammen, Moment, ich muss euch gerade stellen, Adventskalender Nummer 2. Ich habe mir was Hübsches überlegt. Die Boxen habe ich in der kleinen Form bei Pinterest entdeckt und dann habe ich mir gedacht, ich ändere mir das ein bisschen ab, weil ich hätte gern zwei verschiedene Höhen. Und ja, ich zeige euch mal, um was es geht. Und zwar geht es um diesen hübschen Adventskalender. Ich muss mal schauen. Kann ich euch. Nee, weiter raus kann ich euch gar nicht nehmen. Also ihr seht das hier. Das ist ein sehr, sehr hübscher Adventskalender geworden, wie ich finde. Ich habe mir da dann noch ein Behältnis gebastelt. Das werde ich euch aber alles im Anschluss erklären. Und ja, wenn ihr das dann quasi rausnehmt, seht ihr das, dass das hier so eine, ja, quasi wie eine Art Tablett ist. Das habe ich aus Graupappe gemacht. Das könnt ihr optional machen. Ihr müsst es nicht tun. Ihr könnt auch zum Beispiel ein fertiges Holztablett kaufen, wo es vielleicht ein bisschen länglicher ist, um das vielleicht auf die Mitte vom Tisch zu stellen. Und ja, da könnt ihr euch ganz freie Gestaltungsmöglichkeiten lassen. Jetzt, ich habe es in meinem Fall einfach ein bisschen lockerer gehalten, weil ich auch hier viele übereinanderlappende, ihr seht es hier, das ist so ein bisschen übereinanderlappend, so ein paar Schneeflocken ausgestanzt habe und ja, deswegen habe ich das ein bisschen lockerer gelassen, dass es das nicht so ganz so eingequetscht ist. Und dann kann man es auch besser einfach immer rausnehmen am jeweiligen Tag. Ich habe es mir ganz bunt gemischt einsortiert. Benutzt habe ich dazu, ich stelle das mal weg. Benutzt habe ich dazu diesen Block, der ist vom Action, der ist aber schon vom letzten Jahr und das war total cool, weil hier nämlich auch diese Kärtchen dabei sind für 1 bis 25, aber 25 haben wir ja in Deutschland nicht. Also man kann sich das quasi aussuchen. Ich hätte auch die hier nehmen können, die habe ich jetzt noch übrig, die finde ich auch sehr, sehr schön. Allerdings sind mir die einfach für dieses Element, für diese Elemente zu groß gewesen. Aber die werde ich auf jeden Fall noch nutzen. Einfach weil hier bei 13 diese dicke, fette Eule sitzt. Und die finde ich mega gut. Aber jetzt erkläre ich euch, wie das funktioniert. Das geht ganz einfach. Wir müssen ein bisschen was schneiden und ein bisschen was kleben. Aber das kriegen wir alles hin. So, ich hole mir mal mein Falzbrett her. Ihr braucht dazu 24 mal so Designpapier in den Maßen 15 cm in der Breite und 21 cm in der Länge. Wenn ihr jetzt so einen ganz normalen großen Block habt, dann messt ihr euch einfach 21 cm ab und teilt es einmal in 15 und dann kriegt ihr zwei Stücke so raus. Dann bleibt noch ein kleiner Minimi-Rand übrig von einem, denn so viel bleibt übrig und den trennt ihr euch einfach ab. Dann habt ihr schon mal zwei Stück aus einem Designpapier. Das finde ich immer nicht schlecht. Ich habe jetzt in meinem Fall, gut, sind die jetzt weiß, aber man kann auch doppelseitiges Designpapier nehmen. Dann habt ihr natürlich von der Innenseite eure Box auch schon schön verziert. Das habe ich jetzt natürlich nicht. Dann müssen wir ein bisschen was falzen. Und zwar, ich mache es jetzt aber wirklich mit der langen, also mit der weißen Seite, dann sieht man das besser. Ihr müsst falzen bei der langen Seite bei 5 cm, bei 10 cm, bei 15 cm und bei 20. Und das hier ist eure kleine Klebelasche. Dann dreht ihr das Ganze einmal auf die kurze Seite. Und bei der ersten Box stanzt ihr, falzt ihr bei 5 cm und bei 12. Das ist die kleine Box. Die Stimme geht weg. Ihr seht es hier. Also das ist quasi euer Korpus, dieses Stück hier. Das ist natürlich, ich weiß gar nicht, ob ihr das auch so sehen könnt. Ja, also das ist auf jeden Fall euer Korpus. Der ist wirklich jetzt halt eben klein. Aber ich wollte nicht alles in der gleichen Größe haben. Deswegen nehmen wir uns jetzt dieses Designpapier auf der langen Seite. Legen wir das an, machen es ganz wie vorhin. 5 cm, 10 cm, 15 cm und 20.
Jetzt drehen wir uns das und jetzt falzen wir bei der linken Seite anstatt bei 5 bei 3 cm und auch wieder bei 12. Und dann habt ihr hier nämlich ein längeres Stück. Also dann habt ihr einfach diese unterschiedlichen Höhen. Wenn ihr das nicht haben wollt, dann müsst ihr das nicht machen. Aber ich fand es einfach interessanter. So rein für die Spannung von dem Adventskalender fand ich es einfach ein bisschen interessanter. Und jetzt falzen wir uns das alles ein bisschen nach. Also ich mache es immer so, dass ich mir erst dann alles mal nachfalze. Dann bin ich einfach schon mal durch beim ersten und dann finde ich, lässt sich das Papier auch leichter verarbeiten. So, das andere falze ich mir auch gerade mal durch. Und dann habt ihr halt eben zwei echt coole Boxen kreiert auf eine ganz einfache Art und da kann man auch ordentlich Kleinigkeiten reinfüllen. Also ich denke immer, so ein Adventskalender, da kommt es ja auch nicht drauf an, dass man mega viel reinpackt, sondern einfach, dass man halt so eine Kleinigkeit, so ich denke an dich oder so, das finde ich ganz süß. Jetzt hole ich mir mal meinen Bleistift her. Jetzt zeige ich euch das. Also wir haben hier unsere Klebelasche und bei der Klebelasche ist es so, dass wir jetzt einfach hier, das trennen wir raus. Und das auch. Das machen wir jetzt mal. Ich schräg mir das hier gleich ein bisschen an und trenne das mal so raus. Dann habe ich einfach meine Klebelasche schon konstruiert und habe sie auch gleichzeitig schon mal ein bisschen abgeschrägt, weil das Stückle, das reicht mir für meine Boxen. Dann müssen wir uns jetzt überlegen. Also das ist der Deckel und die kürzere Stücke, das ist der Boden. Genau. Also jetzt machen wir das so. Wir müssen uns die jetzt erstmal einschneiden. Also immer an der Falzlinie schneiden wir die uns ein. Und zwar schneide ich die dann gleich so ein bisschen schräg ein. Dann habe ich mir auch gleich hier, na, das klebt jetzt hier, habe ich mir auch gleich wieder meine Klebelaschen oder ja, abgeschrägt. Das ist, finde ich, immer ein bisschen hübscher. Und dann mache ich das hier auch nochmal. Und hier auch. Dann sieht es so aus. Wenn wir das jetzt zusammensetzen, wird immer ein Teil, wird immer stören. Deswegen mache ich das einfach so. Also ihr könnt es jetzt so zusammensetzen. Ihr seht schon die Konstruktion von der Box. Aber ich finde es immer schöner, wenn man zwei abkürzt. Also deswegen das erste und das zweite kürze ich mir ein bisschen ab. Und dann haben wir das nachher, wenn wir das zusammenbauen, haben wir hier die zwei kurzen. Dann wird das große drüber gelegt. Und das andere große, und dann sieht es einfach ordentlicher aus. Dann ist das hier ein bisschen abgeschrägt und hier, und dann sieht es einfach viel, viel ordentlicher aus, als wie wenn das wie so eine Ziehharmonika drumherum geht. Finde ich, ist meine persönliche Meinung. Ich zeige euch ja, wie ich es gemacht habe. Und dann machen wir das auf der anderen Seite genauso. Wir schrägen uns das hier so ein. Und das ist ja der Deckel. Und da verfahren wir im Prinzip genau gleich. Nur schneiden wir die gegenüberliegenden bisschen kürzer. Also ich schneide mir das wirklich immer schön keilförmig raus, weil ich das immer ein bisschen besser finde zum Zusammenstecken, zusammenbauen. Genau. Und jetzt haben wir ja hier die und jetzt machen wir die und die kurz. Das mache ich nicht ganz so kurz, dann nehme ich nur ein bisschen was weg. Und jetzt, so musste jetzt eure Box aussehen. Also ihr habt oben den Deckel, da habt ihr die zwei langen Seiten und der Boden unten. Und jetzt machen wir das so, dass wir uns jetzt hier auf diese Klebelasche ein bisschen Kleber aufgeben. Also ich nehme jetzt Flüssigkleber, weil dann kann ich es immer noch ein bisschen schieben. Ihr könnt natürlich nehmen, was ihr wollt. Und jetzt, weil ich es besser kann, drehe ich es mir wieder rüber. Klappe ich das einfach so zu und rubbel da ein bisschen drüber.
dann braucht ihr euch nicht so verkopfen mit dem ganzen Hin und Her schieben und machen, sondern einfach drüber falzen, und wenn ihr genau gemessen habt, dann passt es ganz gut, und so habt ihr dann eure Box fertig. Jetzt haben wir ja die kurzen Teile, das ist ja unten, man sieht es jetzt bei uns auch von der Schrift her, sonst wäre es ein bisschen über Kopf, und dann machen wir es einfach so, dann werden die zwei kleinen eingeklappt, ein großes drüber, und dann schaue ich mir einfach, wo ungefähr mein Punkt ist. Dann werde ich jetzt hier mir einen Klebepunkt setzen und hier, aber ich mache es nicht durchgehend und ja, kann dann noch ein bisschen spielen mit der Box. Und hier oben bei dem, das passt jetzt ganz gut zu, das ist ganz ordentlich, mache ich mir einfach hier oben so eine Klebelinie und dann ist die Box auch schon zu. Ich hebe mir die dann immer noch ein bisschen fest. Ich mache das dann immer noch so, dass ich mir meinen Kleber reinstelle, weil der halt einfach gerade reinpasst, und rubbel das noch ein bisschen fest. Und dann halt das. Und schon haben wir die erste Box kreiert. Jetzt könnt ihr das natürlich auf verschiedene Arten verschließen. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, ihr könnt jetzt hier zum Beispiel ein Brett reinmachen. Was ich jetzt hier immer noch mache, ich schneide jetzt hier noch ganz, ganz kleines bisschen ab. Das ist wirklich nur vielleicht ein Millimeter oder so, dass es sehr, sehr gut zugeht. Also es geht auch sonst zu, aber so finde ich es noch ein bisschen hübscher. Ihr könnt es mit einem Brett verschließen, ihr könnt ein Loch durchmachen und ein Band durchfädeln, den Knoten hinten dran. Dann habt ihr so ein Bändchen, wo ihr das auch rausziehen könnt. Ihr könnt Magnete nehmen, aber ihr müsst halt bedenken, ihr braucht dann 24 Stück. Also mir war das jetzt einfach zu viel. Ich habe es mir einfach so gemacht, ich habe mir so Glue-Dots genommen und habe das mit diesen Glue-Dots verschlossen, weil auch das kriegt man wieder auf, das ist kein Problem. Und ich bezweifle auch immer, ob diejenige dann, die das so bekommen, den Adventskalender nächstes Jahr wieder befüllen. Also ich denke, das ist eigentlich eine einmalige Geschichte, außer ihr habt vielleicht jemand, wo ihr wisst, okay, der nutzt es über Jahre, dann könnt ihr schon einen Verschluss nehmen, wo einfach leichter zum Öffnen ist. Natürlich wird ein bisschen wahrscheinlich was vom Designpapier anreißen, so die Oberfläche oder so, aber mich stört das jetzt nicht, weil derjenige, der das von mir bekommt, ich weiß, der nutzt das einmal und dann schmeißt er das weg. Also von dem her passt es. Was ihr jetzt machen könnt, ihr könnt es verzieren, wie ihr das eigentlich wollt. Ihr könnt auch einen Kreis ausstanzen, wie ich es bei dem Triangel-Adventskalender gemacht habe, und euch die Zahlen ausstanzen. Wenn ihr solche Kärtchen in eurem Designpapierblock habt, dann könnt ihr auch diese Kärtchen benutzen, so wie ich es gemacht habe. Ich habe mir noch ein paar Schneeflöckchen ausgestanzt. Und ja, wenn ihr wollt, könntet ihr das quasi auch so reinlegen in eure Box. Also da müsst ihr dann halt das euch abmessen. Ich habe jetzt 4 Reihen gemacht und habe mir die einfach mal hingelegt und habe mir die abgemessen, wie breit die dann sind und wie lang. Das könnt ihr natürlich auch machen. Sieht bestimmt auch interessant aus. Dann müsst ihr halt schauen, wenn ihr unterschiedliche Größen von den Boxen habt, wie ihr die dann am geschicktesten quasi hinbeigt. Ein kleiner Moment. Ich muss meine Katze rauslassen. So, ich bin wieder da. Katze ist gerettet, sonst stürzt sie, wenn sie nicht raus kann. Also, so von der Erklärung her, so macht ihr die Boxen. Ich zeige euch das jetzt mal bei der noch, weil dann könnt ihr den Unterschied auch ein bisschen sehen. Also, wir schrägen uns das hier ein und haben dann hier quasi diese Klebelasche konstruiert. Ihr könnt es auch gleich so machen, wie ich es jetzt mache. Dann schneiden wir hier diesen Keil raus. Ich finde, das ist eine ganz tolle Art, so einen Adventskalender zu gestalten. Es ist ein bisschen aufwendiger wie jetzt der Triangel, weil es einfach mehr zu schneiden und zu kleben ist. Aber ja, trotzdem gefällt er mir richtig gut und ich denke, ich werde da auch noch ein paar machen, weil das ist auch mit diesem Tablett und so, das ist total toll zum Verschenken, das kann man sich immer hinstellen. Bei dem Triangel Adventskalender, den müsste man sich halt eben hängen. Da hat auch nicht immer jeder den Platz dazu. Und deswegen finde ich so einen zum Stellen eigentlich ganz toll. Und wie gesagt, ihr könnt auch ein gekauftes Tablett oder so nehmen. Also ich habe letztens gesehen, beim Action gab es so solche Tablets. Und von dem her gesehen geht es dann also auch. Dann haben wir hier den Boden.
Das ist das, was an der Klebelasche ist. Und dann die gegenüberliegenden, die mache ich mir auch ein bisschen kürzer. Dann sieht das wieder so aus. Sieht ein bisschen komisch aus immer, aber ihr seht ja, dass es gut funktioniert. Dann mache ich mir auf meine Klebelasche wieder Kleber. Und dann, ihr faltet es einfach von der mittleren und klappt es einfach so rüber. Und das ist so super easy. Am Anfang habe ich mich so verkopft und das festgehalten. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, es muss doch auch einfacher gehen. Und ja, jetzt habe ich das mir so gemacht. Und dann seht ihr auch schon, wenn ihr das dann so zumacht, das ist quasi euer Boden, dann suche ich mir wieder die zwei Punkte, zum Beispiel jetzt hier beim W und ziemlich an der Kante bei diesem R, da mache ich mir dann zwei Klebepunkte drauf, damit das sich nicht so verschmiert in der Mitte, weil ihr wollt ja da was reinstecken, soll ja nicht festkleben. Und dann wieder der Kleber und dann mache ich mir das wieder so ein bisschen fest. Das ist, also ich nehme ja den VBS-Kleber, ich schwöre ja auf den. Nein, ich kriege den nicht bezahlt, ich muss den selber kaufen. Und aber der klebt halt so schnell und der zieht wirklich gut und schnell an. Und gerade für so Boxen oder so, wenn man das dann nicht ewig hin und her ziehen möchte, ist das halt echt eine richtig tolle Geschichte. Und jetzt seht ihr auch schon, dass ihr einfach diese Boxen kreiert habt in unterschiedlichen Höhen. Und wenn ihr jetzt mit Designpapier spielt und das ein bisschen spannender machen wollt, dann könnt ihr das auch immer so hinstellen. Dann könnt ihr hier jetzt wieder einen großen, da wieder einen großen und da wieder einen kleinen oder wie ihr das auch immer machen möchtet. Also ich habe es auch wahllos irgendwie reingestellt in mein Tablett, so dass es einigermaßen hübsch aussieht. Das war's schon. Also das macht ihr jetzt einfach 24 Mal. Ich habe 12 große und 12 kleine gemacht, damit es sich ein bisschen aufgeht. Habe sie ein bisschen dekoriert. Und ja, ihr seht, das ist gar kein Hexenwerk. Für das Tablett habe ich mir einfach Graupappe genommen, habe mir die Graupappe zurechtgeschnitten. Und zwar habe ich gehabt für die Graupappe 31 cm in der Breite und 23,5 cm. Also in der Länge 31 und in der Breite 23,5 und habe mir den Rand auf 2 cm gesetzt. Das hat für mich völlig ausgereicht. Wie ihr sowas zusammenklebt auf meinem Kanal, ich werde es euch in die Infobox setzen, gibt es ein Video, wie ich mal ein Album in der Box gemacht habe. Und da zeige ich euch Schritt für Schritt, wie man mit Nassklebeband und Graupappe eine Box kreiert. Das mache ich jetzt nicht nochmal, aber ich denke, einige haben das bestimmt auch schon selbst mal gemacht. Und ja, ich zeige euch das jetzt mal nochmal. Ich werde das jetzt mal kurz da zur Seite packen. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Ihr nehmt einfach Graupappe und dieses Nassklebeband. Es ist mega stabil, durch das, dass es halt eben Graupappe ist. Und in diesem Designblock war so ein ganz großes Blatt drin mit It's the most wonderful time of the year. Das wollte ich nicht zerschneiden. Es sieht immer, wenn man es zerschnitten hat, nicht so schön aus. Und ich habe mir gedacht, für das ist es perfekt. Und auf der Rückseite habe ich auch so ein Designpapier von dort genommen. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ist jetzt für die Rückseite für mich in Ordnung, dass es nicht, dass nicht die Graupappe zu sehen ist. Ist das für mich okay. Von dem her gesehen, ja. Und dann könnt ihr euch eure eure Böckschen hinmachen, wie ihr wollt. Wie gesagt, ich habe rein Actionpapier genommen. Also ich habe mir gedacht, ich muss das jetzt tatsächlich auch mal wieder ein bisschen verarbeiten. Und jetzt stürzt alles ab. Hei, hei, hei. Und ja, also ich finde, das sieht ganz süß aus. Das ist ganz cool geworden. Das kann man auf jeden Fall so verschenken, denke ich. Wo sind meine Boxen? Eine ist noch hier, die zwei und jetzt fällt noch eine. Das ist die eins. Und ihr seht auch, ich habe nicht alle verziert. Ich habe ein paar auch blanko gelassen. Ich habe nicht überall so Sternchen draufgeklebt. Ja, das war mir dann einfach ein bisschen zu viel und ich habe es auch schön locker gelassen. Wenn ihr das Spacker haben wollt, dann müsst ihr da einfach
vielleicht noch 1 oder 2 Zentimeter wegrechnen und dann passt es ziemlich gut. Aber dann ist halt immer auch die Gefahr, dass es zu eng wird und dass es euch dann nachher so nach oben wegsteht oder so. Also da müsst ihr halt ein bisschen aufpassen. Ja, das war's, meine Lieben. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt, ob es euch gefallen hat, ob ihr es nachmachen würdet. Lasst mir gerne mal in den Kommentaren da, wie ihr es findet, was ihr dazu sagt. Und dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!